Guten Morgen und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ja, heute 11. Etappe, 11. Tag auf dem Olafsweg. Es ist kurz nach 7. Bin jetzt gerade aufgebrochen von meiner Herberge hier in Nordrumgard. Auch sehr, sehr schön, ein wundervoller Hof. Gestern unglaublich Spaß gemacht, bin ein bisschen auf dem Balkon gesessen, habe so den Schwalben zugeguckt, wie die rein und raus sind in den Stall. Ja, tolles, diese Höfe sind manchmal oft so solche Ensemble, Haupthaus, dann gibt es Ställe und so Scheunen bzw. kleine Speichergebäude oder so Knechthäusle. Und so war das hier auch, also richtig urig und wie gesagt, dieses Nebenhaus dann, also mit allem ausgestattet, was ich so ein Wanderer wünschen kann. Heute... Nochmal eine längere Etappe, etwa 30 Kilometer, 32 sowas, hier von Nordrumgard bis Sygard-Grüttlingen, glaube ich, heißt es. Ich weiß nicht, ob ich es richtig sprechen kann. Auf jeden Fall jetzt hinter der Ringebu-Kirche, auf die ich sehr gespannt bin. Ja, also ein langer Weg, Wetter immer noch sehr bewölkt. Ich rechne auch mit Regen über dem Tag, deswegen seht ihr, habe ich... Regensachen schon ausgepackt, allerdings jetzt nur die leichte Windschutzjacke. Mal gucken, ein paar Tropfen kann die auch ab und wenn es dann wieder heftiger kommt, habe ich ja hinten die dicke Jacke. Gut, ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Los geht's! Eine Sache, die man hier auf dem Olafsweg definitiv beachten muss, auch um seinen Rucksack so ein bisschen leichter zu kriegen, sind Einkaufsmöglichkeiten. Also man hat nicht jeden Tag die Möglichkeit einzukaufen, muss auch manchmal für 2-3 Etappen das Essen mitnehmen, gerade je nachdem, wie weit man läuft am Tag. Ja, und da in Norwegen am Sonntag die Läden auch zu haben, ist es gut, wenn man bei der Tourenplanung darauf achtet, dass man Tage, denen man sowieso nicht einkaufen kann, möglichst vielleicht so legt, dass Sonntag ist. Dann habt ihr nichts verloren und könnt an den anderen Tagen immer die Einkaufsmöglichkeiten nutzen, um ja, Nahrungsmittel, Snacks etc. wieder aufzufüllen. Das ist mir jetzt mehr oder weniger zufällig gelungen, weil gestern da der Campingplatz war. Oh, das ist ein schöner Rastplatz hier. Kongswegen. Das ist immer, also man hat immer linke Hand so den Fluss. Jetzt wieder Fluss, gestern See. Ja, schön. Mir jetzt mehr oder weniger zufällig gelungen gestern. Jetzt habe ich wieder ausreichend Fressalien im Rucksack sozusagen. Und heute ist Sonntag, da kann ich nichts einkaufen, aber reicht jetzt dicke. Aber das ist so eine Sache, eben da kann man auch gucken, man muss nicht für 5 Tage Essen mitschleppen. Aber man muss halt auch schauen, dass man nicht auf den letzten Tag rausläuft und dann feststellt, ob es ist Sonntag oder ich stehe jetzt vor einer Etappe, wo es nichts zu kaufen gibt. Ich meine, mitunter kann man in den Herbergen auch Essen mitbuchen, aber das geht auch nicht bei allen. Ja, wollte noch ein bisschen was sagen zum Thema Mücken. Die gibt es hier im Wald. Also hier habe ich den Eindruck, vor allen Dingen im Wald, wenn man einen Moment stehen bleibt, stürzt sich die Meute auf ein und nimmt erstmal eine Dopingkontrolle, eine Blutprobe vor. Aber solange man läuft, merkt man eigentlich kaum was davon. Ich bin bis jetzt, glaube ich, auf der ganzen Tour ein- oder zweimal gestochen worden. Also solange man läuft, null Problem. Nur stehen bleiben hier im Wald,
da geht's ab. Oh, was kommt hier? Aussichtspunkt. Ei, haben die Mammuts gefangen? Haben die über die Felskante getrieben? Weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt auf der. Ja, schauen wir uns den Aussichtspunkt mal an. Ja, also der Aussichtspunkt ist ganz, ganz toll. Hier geht es auch unglaublich, also bestimmt 50, 60 Meter die Felskante runter. Und man hat eine geile Aussicht hier übers Flusstal. Zeige ich das mal, man muss vorsichtig sein beim Zurücklaufen. Ich hoffe, man sieht das. Ich mache mit der anderen Kamera nachher auch noch Fotos. Aber das Allergeilste ist, wenn ich mich jetzt mal umdrehe, hier ist ein Shelter. Hier ist ein Shelter. Also hier kann man auch tipptopp übernachten mit einer gigantischen Aussicht. Ringebuch Shelter. Der ist ziemlich neu, so wie es aussieht. Ja, Holz ist kaum da, aber könnte man sich was suchen. Ja. Feuerstelle. Ey, und was für eine Aussicht, ey. Wahnsinn. Super. Ich bin an der Stabskirche von Ringebu angekommen. Ganz tolles Bauwerk. Kein einziger Nagel steckt in der Kirche. Alles verzapft. Komplett aus Holz gebaut. Bin mal gespannt, ob ich reinkomme. Da ist schon eine Absperrung vor der Türe. Jetzt kommen auch gerade riesig Reisebusse an. Ja, mal schauen. Bin jetzt gerade Ringebu durch, Ringebu Ort. Ja, auch kleine Stadt, aber man kann dort alles Mögliche einkaufen. Also die haben eine Filiale von sämtlichen norwegischen Lebensmittelketten dort. Coop, Kiwi, Rema, 1000 und was weiß ich alles. Also gab es alles. Auch ein Sportgeschäft, hätte man jetzt können Gaskartuschen oder sowas nachkaufen. Ja, jetzt geht's weiter, hier wieder so eine Schotterstraße, ging ja schon ein bisschen raus, rauf aus dem Ort. Aber was ich sagen wollte,
ist das, was ich festgestellt habe, in Norwegen richtig teuer. So das normale Essen oder so, ja, schon etwas teurer. Aber was richtig teuer ist, wenn jetzt Alkohol oder so, gibt es hier meistens gar nicht. So Süßkram, Schokoladenriegel, Schokolade allgemein, alles wo, ja, was Schokolade oder süß waren. Also zum Teil mehr als das Doppelte von dem, was es bei uns kostet. Für so einen Snickers-Riegel oder sowas, da legst du hier gut und gerne einmal 2,20 Euro hin oder so. Also es ist schon, das ist schon brutal. Ja, die anderen Sachen, so Grundnahrungsmittel, ist gar nicht so arg anders. Also wie dieses Wasser durch die Schlucht da runter gestürzt ist, das war schon spektakulär. Ja, was ich auch schön finde, ist der Waldweg jetzt hier. Jetzt ist es wieder still, man ist ein bisschen weiter weg vom Fluss. Und ganz herrlich mit Moos. Ganz still. Kiefern hier überall. Ja, so macht Wandern richtig Spaß. So, ich mache mit euch wieder eine kleine Roomtour. Das ist heute Abend meine Herberge. Hier in Skygard, Grütting. Ja, wirklich wieder ein Ensemble. Ganz herrlich, alte Höfe, so ein alter Bauernhof, der steht auch unter Schutz hier mit vielen alten Gebäuden. Ja, schon wieder wie so ein Ensemble hier, die sozusagen die früheren Herrenhäuser. Wenn man jetzt hinter dieses Gebäude, da sind noch Scheunen. Ja, und das ist hier das Haupthaus, die Küche drin und alles Mögliche. Ja, und das ist mein Domizil für heute Abend. Bin bis jetzt noch allein. Die sagen, gestern hatten sie 22 Leute hier. Heute bin ich allein. Ist noch ein älteres schwedisches Ehepaar, aber die laufen nicht. Hier sieht man auch schon, ja, Herberge. Hier die ganzen Wanderstäbe von den Leuten, die aufgegeben haben. Scherz. So, hier mal rein. Das ist so eine, ein bisschen eine Stube ausgerichtet. Kleines Bett. Wandteppich ist halt alles sehr dunkel hier drin, aber dass man die Tür auf, sonst habe ich gar kein Licht. Hier ein toller Tisch. Richtig urig alles noch eingerichtet. Ist fast wie ein Museum. Und hier hinten ein Schreibtisch. Da ist das Gästebuch dann drin, wenn ich mich auch eintragen werde später. Was ist hier drin? Habe ich noch gar nicht geguckt. Auf. Da ist nichts drin, aber sehr schöne Schachtel. Toll mit der Schnitzerei hier. Das ist dieses Wegzeichen, das man überall am Weg hat. So, jetzt zeige ich euch mal mein Zimmer. Mal hier wieder zu. Geil sind die. Upsala, scheiße, schon wieder Kopf gestoßen. Geil sind übrigens auch immer diese Schlüssel hier. Das sind also riesen Dinger da. Nix für den Hosensack. So, ich bin im ersten Stock. Dann geht's hier hoch. Eine Bank zum Sitzen. So, hier rüber. Hier ist Toilette, Dusche,
Hier ist ganz modern, auch wieder Riesenschild. Ah, der geht andersrum, da muss ich mich erst dran gewöhnen. Ja, richtig, hier ist alles toll gemacht. So, das hier ist mein Zimmer, mein Reich für heute Abend. Ich habe mich für dieses Bett entschieden hier, weil das lang ist. Die Betten sind alle recht kurz und ich wusste nicht, ob ich da mich ausstrecken kann, wenn ich so ein kleines Bett liege. Ah, die Felle hier oben, gucken, ob ich so eins auch. Aber großartig kalt wird mir sicherlich nicht heute Nacht. Es ist eigentlich immer noch recht warm. Hier in der Mitte vom Zimmer steht ein alter Webstuhl. Habe ich jetzt ein bisschen meine Klamotten drüber gehängt, zum Auslüften. Ja, und hier hinten sieht er hier auch noch Betten. Also hier ist noch Platz. Nebendran das Zimmer ist im Grunde genommen genau gleich. Hier für Nachwuchs ist auch noch Platz. Und wenn man jetzt hier oben hingeht, dann sind da auch noch mal Betten. Also gibt es auch noch Matratzenlager so oberhalb. Ja, ich hoffe, ihr kriegt einen Eindruck, wie man hier übernachtet. Strom gibt es hier im Zimmer übrigens keinen. Deswegen muss ich meine Sachen jetzt ein bisschen im Bad laden. Die nächsten 3 Tage ist Camping angesagt. Deswegen gucke ich, dass ich heute noch die Sachen alle geladen kriege. Ja, und dann geht es morgen weiter in Richtung Fjell. Ich habe übrigens heute gesehen, dass oben ein bisschen Schnee liegt. Da freue ich mich richtig drauf. Ja, und dauert noch 2, 3 Tage, 4 Tage, bis wir dann oben ins Fjell gehen. Da freue ich mich. Bis dann.